Heiß. Eva Tanz. Pommes! Special. Ja. Gut, scharf. Pommes machen genau. Leute einfach glücklich. Ja. Hallo ihr Lieben! Herzlich willkommen zu DIY Inspiration und herzlich willkommen zu unserem neuen Shop. Und diese Woche gibt's eine Pommesbude. Ja, hatten wir noch nicht. Und Pommes sind hier sowas von beliebt. Deswegen haben wir uns auch überlegt, es ist keine ganz normale Pommesbude. Mhm. Es gibt nicht die standardmäßigen Pommes, sondern wir haben ganz verschiedene Pommessorten besorgt. Ja. Und die werden wir jetzt gleich aufbacken. Mhm. Und man hat bei uns eine richtig große Variation, verschiedene Soßen. Es sieht hinter uns noch sehr chaotisch aus. Aber ich glaube, wir gehen einfach mal rum und zeigen euch einmal, was wir so da haben. Wir haben einmal so Potatoes, so Potato Wedges oder so heißt es, glaube ich. Ja. Ne? Sind das hier Rösti-Fries? Bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Das sind so XXL-Pommes, aber aus Röstis gemacht. Also aus dem Teig, wo man Röstis sonst was macht. Curly-Fries. Ich liebe Curly-Fries. Ja, ich auch. Und Minions. Wir werden jetzt mal ganz schnell unseren Backofen vorheizen und die alle schön aufbacken und dann natürlich auch gleich wieder eine Einladung rausschicken. Hm. Wir werden die Pommes ja entweder in so Tüten oder wer möchte, kann sie auch auf dem Teller haben. Also wir bieten auch verschiedene Varianten an zum Mitnehmen oder zum hier essen. Und es gibt auch ein Pommes-Sandwich bei uns. Wir haben ja einen Sandwich-Toaster hier. Da kann man sich die Pommes einbacken lassen. In Käse Brot. Oder mit Ketchup, in Brot. Mhm. In Brot. Brot ist wichtig, wir tun sie nicht einfach so da rein. Wir haben uns gedacht, eine Pommesbude darf nicht fehlen, aber es muss einfach eine typische Eva-Kati-Pommesbude sein, wo ein bisschen gewerkelt wird. Mhm. Und es gibt Capri-Sonne als Getränke. Ich glaube, wir werden heute sehr, sehr beliebt sein beim Rest der Crew, weil die lieben alle Pommes und die lieben alle Capri-Sonne. Also und die Minions. Und die Minions, und genau. Die Minions. Also es kann heute nur schön werden. Hier sind schon mal Curlys drauf und hier sind die Wedges. Die sind übrigens so riffelig geschnitten, also alles mit dran. Schale ist auch mit dran. So, ich habe die Minions und die XXL Fries, die Rusty Fries. Die sehen sehr, sehr cool genau, aus. Genau, die beiden Packungen sind auch komplett leer. Ich habe alles hier drauf gequetscht und ich glaube, die können jetzt ab in den Backofen. Ja, bis gleich. So, Eva packt gerade noch ein bisschen Salat hier in unser Schüsselchen. Hier sind es schon Also hier ist schon Käse und Tomaten und noch mehr Käse. Und hier kann man sich dann eben die Pommes einbacken lassen. Ein Special bei uns im Laden. Dann haben wir hier ganz verschiedene Soßen. Soße Hollandaise und Nacho-Soße, Mayonnaise, Remoulade und so weiter. Ihr seht schon. Hier ist so ein bisschen rustikaler heute. Habe ich einfach die Servietten hier so hingeknallt, wie in der Pommesbude. Man kann sich die selber nehmen. Kann die Küchenrolle daneben stellen. Genau. Eva hat da hinten noch milde Pepperoni. Hier haben wir noch eine kleine Getränkeecke und ich werde mich mal zum Backofen begeben. Das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Die sind schon auf einem guten Weg. Aber sind noch nicht so lange drin. Ich glaube, da müssen noch ein paar Minütchen, vielleicht noch 10 weitere Minuten müssen die drin bleiben. Ich glaube, wir können gleich aber schon mal unsere Freunde informieren, dass dann auch wirklich, wenn die heißen Pommes aus dem Ofen kommen, auch direkt Kundschaft da ist. Hier kommen sie dann rein. Ja, genau, das ist eine gute Idee. Wir hatten ja eben gesagt, auf Tellern oder so. Weil wir können auch gleich noch ein paar Teller mit dazu stellen. Je nachdem, was man so möchte. Wir haben verschiedenste Arten, das Ganze zu servieren. Wir haben es heute einfach mal ein bisschen lockerer hier bei uns. Also man kann einfach sich so bedienen. Ich habe auch gedacht, es ist ja auch oft, dass man sich dann hier vorne noch so die Soßen selber nehmen kann. Hm. Das wollen wir auf jeden Fall anbieten, dass man sich da einfach noch so einen guten Klecks drauf machen kann. Vielleicht brauchen wir hierfür noch einen Löffel, ne? Ja. Und es ist noch zu. Ist aber noch zu. Warten wir erstmal ab, ob die jemand möchte, ne? Das ist vielleicht unser exklusives Special. Weil Felix ist ja heute nicht da und der Felix ist ja manchmal auch mit Soße Hollandaise, oder? Das stimmt. Aber wir werden ein paar andere Kunden da haben. Die auch vielleicht Soße Hollandaise essen. Vielleicht. Vielleicht. Es ist an der Zeit, ein Video aufzunehmen. Wir laden unsere jetzt unsere Einladung wird rausgeschickt. So, ich mache hier mal an. So. Einmal drehen, damit wir uns auch sehen. Da sind wir. Hallo. So. Und los geht's. 3, 2, 1. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in unserer Pommesbude. Heute wird super lecker. Es gibt Pommes, es gibt ganz, ganz viele Soßen und auch ein bisschen was Gesundes. Wir haben Tomaten und Salat da. Es gibt eigentlich gar keine Pommes, sondern nur Special Pommes. Komm vorbei. Sehr gut. Ja, weil das musste man noch dazu sagen, richtig. Weil richtig ganz normale Pommes gibt es ja, glaube ich, gar nicht. Ne? Also es gibt nur Pommes in Minion-Form, Pommes in Rösti-Teig, wie auch immer. Alles es Mögliche. Ist alles ganz besonders heute und es wird ganz, ganz besonders lecker. Ist halt Eva und Katis Pommesbude. Mhm. Mal gucken, wer gleich alles kommt. Die Pommes sind fertig. So. Ich mach mal ein bisschen, geh mal ein bisschen weg, ist das heiß? Ui. Und wie das riecht. Ja, sehr, sehr gut. Riecht
ganz hervorragend. Sehr vorsichtig, Eva. Ich bin ganz vorsichtig. Hier ich würde auch sagen, wir müssen natürlich einen kleinen Test vorher machen, was wir hier so anbieten. Ich würde gerne mal so einen Minion hier probieren. Die Frage, ob das vorgewürzt ist oder ob wir da noch Salz drauf machen müssen. Können ja auch noch Salz hinstellen. Können wir noch Salz hinstellen. Ah, hi. Ich probiere ab, ne? Ich nehme mal die Kamera. Und das ist tatsächlich auch für den Rösti, glaube ich. Heiß. Und lecker? Sehr gut. Schmeckt wie ein Rösti. Sehr schön. Also das hier ist so das Rösti-Blech und dann gibt es hier die Kartoffelspalten in Riffelform geschnitten und Curly Fries. Kathi, was glaubst du ist am beliebtesten? Ich glaube Curly Fries und die hier, oder? Ich glaube die Minions werden auch sehr, sehr gut funktionieren. Mhm. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Man kann ja auch durchmischen, dass man einfach mal einen kleinen Minion mit oben drauf setzt, ne? Ja, Minions! Schreibt gerne in die Kommentare, wofür ihr euch entscheiden würdet. Für Curly Fries oder für die Minions? Curly Fries? Minions. Heißer Minion. Eva tanzt und. Es gibt hier Pommes! Da ist die erste Kundin. Oh, hey, willkommen in unserer Pommesbude. Hier ist es heute ein bisschen lockerer. Man kann sich die Soßen selber nehmen. Wir bieten haben, auch. Genau, sag gut. Wir haben einfach vier Special-Sorten Pommes bzw. Ja. Kartoffelgerichte. Es gibt Curly Fries, Veggies, es gibt Rösti, das sind XXL-Pommes und es gibt Minions. Oha. Wow. Also das sieht ja richtig. Kann sind die alle vegan? Es ist alles vegan. Es ist alles vegan. Und, es ist alles vegan. Hier kann man sich die auch noch in Brot einbacken lassen, wenn man möchte. Hä, wie cool. Mhm. Okay, ich das möchte ist das Special. Okay, und möchte, etwas, was dich sehr interessieren wird. Hier gibt es auch noch die Getränke. Es gibt sogar eine Fairy Drink Sorte. Also die nehme ich diesmal definitiv mit. Ja. Also ich kaufe schon mal das. Und dann kaufe ich. Also ich möchte gerne. Pass auf, ich möchte alles kaufen. Ich möchte einmal Sandwich Pommes. Mhm. Und ich möchte Pommes so und ich möchte ein bisschen Salat. Ah. Ja. Gut. Aber der Salat soll nicht eingebacken werden. Welche dürfen denn eingebacken werden? Also ich finde super, dass du das Konzept direkt verstanden hast. Hier darf man einfach sich aussuchen, was man möchte. Ja, das gefällt mir. Oh, es riecht hier halt auch so brutal gut. Also ich glaube, wenn wir die da und die Minions. Boah, oder ist das brutal, wenn ich die Minions da einpacke? Das ist dann. Er will jetzt eingebacken. Ich gehe mal hier rum, damit ich das auch präsentieren kann. Ja. Gut, hier haben wir Minions. Ja, du kannst auch dazu dir noch irgendwie Ketchup oder so mit reinmachen. Oder ich weiß ja, du isst auch gern Senf. Wir können auch noch zusätzlich. Ah, nee, du hast schon was gefunden. Ich sehe schon. Ja, so Pommes mit Senf finde ich nicht so toll. Aber das sieht gut aus. Viel oder wenig? Ja, so ein bisschen und dann vielleicht noch ein bisschen Ketchup dazu. Es hat schon so ein bisschen Halloween-Style. Es hat schon so ein bisschen. Also der arme Minion! Es tut mir leid. Es ist halt echt so. Das ist ja wirklich. Also, es ist ja im Prinzip unsere Pause, wie sie sonst auch abläuft, nur halt viel besser. Ja. So. Weil wir essen ja hier ständig Pommes. Ich weiß nicht, ob euch. Das haben wir eben schon erzählt. Es gibt hier. Es gibt Pommes hier, sind hier einfach mega beliebt. Die schiere Masse an Pommes, die hier in diesem Haus verzehrt wird, ist ja schon besorgniserregend vielleicht. So, weg ist er. Das war unser Demo-Tütchen. Okay, da würde ich dann von allem was reinmachen. Sehr gut. Eine gemischte Tüte. Ja. Ich bin sehr glücklich darüber, weil ich finde Pommes. Also, man kann ja viel sagen über die Menschheit, aber aus Kartoffeln und Mehl haben sie alles rausgeholt, oder? Absolut. Also, Kartoffeln und Mehl, ich glaube, da kommt nichts mehr. Mhm. Das ist fertig. Dieser Shop scheint dir sehr gut zu gefallen, ne? Ja, der gefällt mir richtig gut, weil egal, wo ich essen gehe, wenn es auch nichts anderes Veganes gibt, Pommes gibt's. Das sind meine Savior, das sind meine Retter. Ich habe so gute Gefühle gegenüber Pommes. Boah, das wird hier gerade eine Hommage an die Pommes. Soßen darfst du dich gerne bedienen. Ja. Gibt's Teller eigentlich? Es gibt auch einen Teller. Weil dann würde ich nämlich auf den Teller Soßen machen. Sehr weil gut. Ich möchte Mayonnaise und ich will halt das dann da so reinlippen. Mhm. Weil, genau. Oh, das sieht echt cool aus. Ja, mit den beiden Minions. Ich hatte gerade auch schon einen Minion. Soll ich da schon mal ein bisschen anteasern, wie das so schmeckt? Ja. Bisschen wie ein Rösti, nur in Minions Form. Ich werde auch mal ein Minion essen. Ich bin nämlich ein großer Rösti-Fan. Mmh. Genauso darfst du es machen. Okay, ich bin ja heute hier frei. Genauso funktioniert das in unserer Pommesbude. Wundervoll, das gefällt mir. Wir wollen auch hier noch so Pommesbudengespräche mit dir führen. Was hast du heute schon so gemacht? Ja, ich habe. Ich glaube, Pommesbude und Friseur, das ist doch immer so. Ja, wo es ein bisschen persönlicher wird. Ja, also ich habe heute Videos aufgenommen. Darf ich hier mit der Hand rein? Darfst du. Ja. Okay. Wir sind hier in der Pommesbude. Gibt keine Hygienekonzepte. Ich habe heute Videos aufgenommen. Solange die Hände gewaschen wurden. Oder ein Video bisher, und zwar haben wir Bubbles aufgenommen. Aber es war wieder sehr witzig. Guter Tag heute. Ja. Ich probiere mal diese XXL-Pommes. Ja.
Ja. Das könnt ihr übrigens bei Spiel mit mir sehen, Bubbles, unsere Serie. Ich merke schon, Danja, die fühlt sich hier wie zu Hause. Ich fühle mich wie zu Hause. Ja, und ich bin sehr, sehr gespannt auf dein Sandwich. Das werde ich dann gleich als erstes verkosten. Ich meine, wie der Salat schmeckt, das... Kannst du dir auch ausmalen, ne? Was habe ich denn jetzt hier erwischt? Das ist die größte Peperoni der Welt. Ich wollte so eine normale, kleine Peperoni. Danja, und die größte Peperoni der Welt. Also das war jetzt kam sehr unerwartet, dass sie so groß war. Ich musste gerade daran denken, es gibt doch manchmal so Bilder, wo Leute so einen riesen Fisch gefangen haben. Ja, so fühle ich mich oder auch gerade. So eine riesen Zucchini. Genau. So, genauso fühlte es sich auch gerade irgendwie an. Sieht gut aus. Warum musste ich eigentlich das Salz jetzt mitbringen? Falls du was nachsalzen möchtest. Achso. Dankeschön. Okay, ich werde das hier gleich mal verkosten jetzt. Ich tue das hier mal noch schön in die Mayo. Sehr gut. Könnte heiß sein. Achtung. Mmh. Kann man schon den Minion sehen? Mhm. Hallo Minion. Achtung, also heiß, fettig und Minion. Mhm. Sehr, sehr lecker. Eine hervorragende Pause, muss ich sagen. Sehr gut. Ich schnapp mir jetzt hier noch sollen wir liefern? Soll ich hinterher? Soll ich dir tragen helfen? Genau, wo ich auch gerade. Komm, ich helf dir tragen. Guck mal, ich bin noch hier ehemalige Gastronomiefrau. Ich schaffe hier das. Hier wird getragen wie professionell. Hier wird getragen. Ich kann da. Professionelles. Nein, Flasche. Oh. Das ist schon runtergefallen. Ton ist sauber. Es wird heute Morgen gewischt. Hm? 3-Sekunden-Regel. Läuft. Ich halte aber die Tür auf. Das musst du nicht auch noch machen. Doch, das musst du auch noch alleine machen. Was oder muss ich machen? Ich wollte dir die Tür aufhalten. Achso, geht schon. Dankeschön. Ich habe gerade noch gehört, wie Danja laut draußen beim Rausgehen gesagt hat, dass es hier ein richtig toller Laden ist. Oh, das ist schön. Das sehr, ist schön. Sehr schön. Da freuen wir uns. Da werden wir bestimmt... Oh, ich glaube, da sehe ich schon den nächsten Kunden. Hallo. Kundschaft, Katja ist da. Hi. Oh, es riecht schon so gut. Hm. Ja. Hallo. Herzlich willkommen in unserer Pommesbude. Pommesbude, das riecht Pommesbude. Gut. Und es gibt Special Pommes. Kathi zeigt dir das einmal. Genau, wir haben einmal die Minions. Wow. Also die sind so wie Röstis. Dann haben wir so Rösti XXL Pommes. Oh mein Gott. Dann geriffelte Potatoes und Curly Fries. Und es gibt noch was Besonderes, Katja. Du kannst dir die auch noch in Brot einbacken lassen. Also in ein Sandwich. Ah. Mit verschiedenen Soßen. Ja, gerne. Ich möchte alles. Okay. Ich habe sehr viel Hunger. Also ein Sandwich habe ich rausgehört. Soll es auch sein, ne? Ja. Achso, das lassen wir mal zu so lange. Ja. Was soll denn da rein? Hm. Alle Pommes-Sorten oder eine bestimmte? Also ich kann von der Würzung her sind die XXL-Pommes. Die sind super, ne? Die sind mega gut. Sollen wir die reinpacken? Ja, dann gerne. Oder auch ein Minion mit dazu. Okay. Weiß, es ist ja. Okay. Das könnte alles mit rein. Genau, welche Soßen? Nacho Cheddar Style. Ich weiß nicht genau, was das ist. Die ist sehr cool. Ja? Mhm. Okay. So wie Käsesoße im Kino. Ja. Ach cool. Kino oder wenig? So passt das. Noch Käse mit dazu? Ja, gerne. Den oder den? Also Katja, ich finde sehr ansprechend, dass du die hier ausgesucht hast. Ich würde da auch sofort reinbeißen. Ich glaube, Kali und ich machen uns gleich erstmal selber was. Wir schließen gleich die Pommesbude. Wir schließen gleich die Pommesbude wegen Hunger. Ja, da kommen noch andere Menschen. Ich habe schon gehört, da warten schon. Hat sich schon was rumgesprochen, ne? Ja, es hat sich schon rumgesprochen. Wir sind unsere besten Pommesbudenkunden selber. Mhm. Gut. Während das hier backt, kannst du natürlich auch noch ein paar Pommes so aussuchen, um direkt loszunassen. Ich gerne ein bisschen von allen. Ah, okay, super. Dann, ich glaube, es sieht am schönsten aus, wenn ich die Minions oben drauf mache. Ja. Also ja. Unten Curly Fries, dann ein paar hiervon und noch ein paar hiervon. Und dann oben drauf noch Minions. Ich habe eben gesehen, Eva, du hast es, glaube ich, noch so umgeschlagen. Ich habe das so ein bisschen umgeschlagen, dann kommt man so ein bisschen besser dran. Es ist echt, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Mhm. Ich weiß nicht, was ich hier nehmen soll. Das sind so viele Soßen. Glaube nicht. Guck mal, was der Sandwich Toast macht. Mmh. Ein bisschen braucht er noch. Ein bisschen braucht er noch. So, ich möchte es auch ein bisschen schön machen. Ja, ich mach's so mal. So, sehr gut. Es wird auch noch gut aussehen, wenn du dir noch eine Tomate mit oben drauf legst. Okay. So, und dann darf ich das... Darfst du. In unserer Pommesbude wird das heute nicht so ernst genommen. Das sieht sehr, sehr toll aus. Ja. Man merkt, Katja ist eine Kreationistin. Es muss gut aussehen. Ja, es muss gut aussehen, damit ich das auch gut essen darf. Gib mir einfach mal eine Gabel mit, ne? Ach ja. Ich glaube, das wird sonst schwierig. Ja, genau. Dankeschön. So, was meinst du? Ja, ich meine, der geht. Hm. Katja, lieber hell oder dunkel? Es geht. Es ist auf jeden Fall gut. Also bis... Der Käse ist da auch schon geschmolzen. Der Käse ist geschmolzen. Ja, dann passt das alles. Dankeschön. Dankeschön. Kannst du gerne auch hier probieren? Ja, ich versuche mal. Live-Test? Mhm. Mhm. Die sind lecker, ne? Mhm. Echt schön. Wie ist das? Snack-Dressing? War das Snack-Dressing? Mhm. Dänische Remoulade, glaube ich? Ja, das war die Remoulade. Mhm. Ist echt cool. Also es passt auf jeden Fall alles sehr schön.
Gut. Und dann würde ich mal jetzt mal abhauen und das Ganze. Guten Appetit! Also, Dankeschön. Empfiehl uns weiter. Auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder einen Shop eröffnen. Ich habe da, glaube ich, Claudio gerade gesehen. Kommt Claudio da gerade? Morgi! Claudio! Na? Wir haben heute deinen Traumshop. Traumshop eröffnet. Ich zahle mit Wolle. Kannst du machen. Das ist Sockenwolle. Ja. Claudio, wow. Ist Pommesbude. Wow, und Freunde, ihr müsst Minions, XXL Pommes, wow. Wedges und Curly Fries. Freunde, ihr müsst wissen, René, da, eigentlich wir alle hier, wir lieben Pommes und wir sind knallhart bei der Bewertung. Ich werde knallhart sein. Ja gut. Wir haben Capri-Sonne. Capri-Sonne nehme ich auch. Capri-Sonne, ich habe ja auch schon eine. Oh, was hast du denn für eine Sorte? Feensorte, wenn du möchtest. Ja, ich möchte auch gerne eine Feensorte. Fairy, irgendwas heißen die. Ja, vielen Bitte. Dank. Fairy Drink. Also, Claudio, man kann sich die bei uns auch noch ein Sandwich einbacken lassen. Nee, will ich nicht. Dann gibt's Pommes auf der Hand. Möchtest genau. du die entweder in so einer Tüte haben oder ich kann die auch, weil ich kenne dich, du isst viel, einen ganzen Teller vollpacken. Ja. Sehr gut. Kathi kennt mich schon, das finde ich super. Aber kannst du was dazu sagen, Kathi? Was sind das denn für Pommes? Also, das sind die Minions. Die sind ein bisschen wie Rösti. Dann haben wir XXL-Pommes. Die sind auch ein bisschen wie Rösti. Ja. Die sind aber vegan, oder? Das ist alles vegan. Alles, ja. Claudio. Genau. Dann haben wir hier diese Potato Wedges in geriffelt. Und Curly Fries. Freunde. Curly Fries. Was ich auch sehr lustig finde, also ich habe ja nicht mehr gesagt, was ich haben möchte. Kathi packt einfach alles drauf, weil Kathi mich einfach kennt. Ja. Kathi kennt mich einfach. Das ist Stammkundschaft. Bei den Soßen darfst du dich selbst bedienen. Ja, ne? Aber kurze Frage an Kathi und Eva. Was nimmt denn Claudio für eine Soße? Ketchup. Mayo? Ketchup. Ketchup. Kathi, das weißt du doch. Ich esse jeden Tag Pommes. Ich weiß, aber ich dachte... Mit Ketchup. Man darf sich hier alles nehmen. Man kann auch beides nehmen. Gib dir die Kamera wieder. Ja, nee, mit Ketchup tatsächlich. Aber ich sehe, ihr habt doch noch so leckere andere Sachen da drin. Wir haben auch noch mehr Toppings. Du kannst auch ein bisschen Salat drauf haben. Ja, gerne. Mhm. Tomaten, klar. Wow. Wow, also ich muss sagen, ich kann mich nicht entscheiden. Ihr habt immer coole Shops. Aber das ist ich liebe Pommes. Ja, schon ein bisschen geflasht, ne? Ja. Wir haben auch zwischendrin schon selber ein bisschen genascht. Schmeckt alles gut, finde ich. Schmeckt alles gut, oder? Wir sind ziemlich begeistert selber. Da bin ich mir auch sicher, dass das gut schmecken wird. Ja, Claudio ist auch der Erste, der eine Serviette mitnimmt, vorbildlich. Ja, natürlich. Ja, ich würde mir noch gern was von den Tomaten nehmen. Nimm dir. Kannst du einfach nehmen. Oder wir geben dir die Zange. Ja, gib mir die Zange doch. Wir denken an alles, ne? Oh, Claudio, das sieht echt schön aus auf deinem Teller. Ja, oder? Ja. Ich muss auch sagen. Und diese fröhlichen Minions. Ja, ihr habt einen echt coolen Job und ich würde sagen, könnt ihr den Job einmal die Woche machen? Selbstverständlich. Ich meine, vielleicht in jeder Mittagspause. Oder in jeder Mittagspause. In jeder Mittagspause. Ich meine, wir müssen es nicht filmen, aber... Auf jeden Fall, wir haben Pommes. Und Pommes, wir hätten ja auch noch so eine Käsesoße. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch was für dich ist. Nö, Ketchup reicht. Okay. So krieg ich noch eine Gabel. Ja. Und was kostet das Ganze? Für dich gar nichts. Oh. Für Freunde wie dich gar nichts. Oh. Gar nichts. Wahrscheinlich haben die anderen auch nicht zahlen müssen. Richtig. Wir kennen das ja schon. Jetzt halt niemand mehr. Vielen Dank. Und wisst ihr, es wartet schon jemand vor der Tür. Oh, ist es Donny? Es ist Donny. Hallo, wir haben gehört, hier ist Donny irgendwo. Ja, Donny wartet sehnsüchtig. Oh ja, endlich. Donny. Oh, hallo. Hallo. Ich bin da. Hallo, Donny. Donny, hi. Yay. Oh, ich habe gehört, es gibt hier Pommes. Pommes-Sandwich. Ja. Ja, und das wurde mir sehr empfohlen. Und ich habe mir gedacht... Die Spezialität des Hauses. Ja, genau. Dann nehme ich direkt zwei. Oh, ja, gerne. Ich meinte drei. Nein, zwei passen nur hier rein. Achso, also, okay. Auf jeden Fall direkt zwei. Ja. Mhm. Vielleicht brauchen wir einen großen Teller für Donny. Ja, das kriegen wir erstmal. Kann man sich das noch mehr belegen, noch weiter belegen? Ja, klar. Man kann Käse mit dabei haben. Man kann hier Salat, Soßen. Da haben wir eine Mayo, eine vegane Mayonnaise. Oh. Also auf jeden Fall noch die vegane Mayo. Mit rein? Ja, bitte. Und ich sehe auch, ihr habt schon unterschiedliche Pommesarten oder Sorten. Ja, achso, das haben wir dir noch gar nicht erzählt. Nee. Also wir haben ja, Entschuldigung. Was ist denn hier los? Wir sind einfach schon so routiniert mit unserem Shop, dass wir einfach vergessen haben, dass Donny zum ersten Mal da ist. Ja, genau. Wir haben hier die Minions. Wir haben XXL-Pommes, das sind aber eher Rösti. Wir haben diese geriffelten Pommes und hier die Curly Fries. Und wie du siehst, ist schon einiges abgegriffen, denn dieser Shop ist sehr, sehr beliebt heute. Ich mache dir einen mit Minions und einen mit XXL-Pommes. Möchtest du vielleicht auch noch Tomaten mit rein haben? Ja, auf jeden Fall. Oder scharfe Soße hätten wir auch. Oh nee, scharf nicht so, aber die Tomaten auf jeden Fall. Wie habt ihr denn die Pommes gemacht? Habt ihr ihn also wirklich auch frittiert oder? Nein. Rate mal, sie liegen auf Backfläche. Oh, okay. Ich hoffe, die sind nicht zu trocken geworden, aber ich glaube nicht, ne? Wir haben gedacht, es muss nicht mit der Fritteuse sein, sondern wir machen es einfach Eva und Kathi Style ganz im Backofen. Easy im Backofen. Mhm. Ganz einfach. Nein.
Natürlich. Ich habe dir schon ein Bienchen zum Probieren an. Oh ja. Genau, hier gerne. Ein bisschen Tasting. Ich gerne ein bisschen die Mayo dazu testen. Wenn du magst, kannst du dir auch noch was zu trinken da vorne nehmen. Auf jeden Fall. Oh, endlich wieder Capri-Sonne. Ich glaube, es hat noch nie jemand gesagt, ach nö, Capri-Sonne. Das ist etwas, was man hier niemals haben wird. Ach nö. Also schmeckt auch einfach so gut. Normalerweise esse ich eigentlich nur Pommes von der Fritteuse, aber ihr habt es so lecker gemacht. Das sind auch Special-Pommes. Ja. Special. Ich muss aber auch sagen, ich habe auch noch gesehen, dass andere mit einem Becher rausgekommen sind. Was war denn da drin? Ja, da war auch Pommes, waren Pommes drin. Du hast jetzt bisher die nur einbacken lassen, aber wir haben die doch auch einfach noch so im Becher so zum Naschen. Ah, okay. Ja, dann die nehme ich dann auch noch. Ja, machen wir die auch. Mit ein bisschen grün. Also Rucola schmeckt ja auch leicht bitter, ne? Ja. Das mag ich auch ganz gerne. Ein bisschen scharf, wenn ich auf Rucola, oder? Also, scharf? Ich probiere es mal gerade. Ich habe vergessen, wie Rucola schmeckt. Und, wie schmeckt's? Ich probiere auch mal eine. Ja. Scharf. Ne, aber stimmt, ja. Soßen wirklich? Darfst du dir selber nehmen und hier wäre schon einmal eine Gabel. Also es ist nicht so scharf, dass es auf der Zunge brennt, aber es hat so eine scharfe Note, so, ne? So eine würzige Scharfe, ja. Ne? Genau, ja. Oh, danke schön. Das sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Ich bin normalerweise mir so, ich packe immer eins oder ich nehme jede Soße für eine Sache. Ich habe jetzt die Soße für die Sandwiches benutzt, deshalb kommt jetzt hier nicht mehr in Frage. Und da bleibt jetzt nur Ketchup. Okay, Donny hat sehr komische Angewohnheiten. Ich möchte es ja auch sehr... Wir erfahren heute wieder von vieles Neues über Donny. Und Eva hat hier gerade schon hier wird serviert. Die Sandwiches rausgeholt. Okay, gut. Dann packe ich auch und richtet sie sehr ansprechend auf einem Teller an. Ja, das ist ja hier schon... Skill hoch. Das Auge ist mit, ne? Das Auge ist mit. Oh, das sieht sehr gut aus. So, und dann können wir dir noch ein bisschen Salat in die Mitte geben. Oh ja. Das sieht natürlich sehr gut aus. Dann, ich mache die mal hier oben rein. Ich muss hier ein bisschen seitlich reinmachen, weil ich weiß nicht, ich mag das nicht so gern, wenn das oben drauf ist. Du brauchst dich nicht rechtfertigen, Donny, das ist völlig in Ordnung. Man darf das bei uns in der Pommesbude so machen, wie man möchte. Ja, genau, jeder wird hier das essen, was ihm gefällt. Also hier sind einfach für jeden Sachen mit dabei. Ah, ja, genau. Also ich muss sagen, ich habe ja schon die Sachen probiert und hier, oh, ich habe jetzt so Hunger. Ich habe jetzt so Hunger und das werde ich jetzt erstmal schön genießen. Also ich muss sagen, vielen lieben Dank. Brauchst du Hilfe beim Tragen oder hast du auch Gastro-Erfahrung? Eva, hast du auch, das Gefühl, dass heute alle sehr, sehr begeistert sind? Donny kommt gar nicht mehr aus dem Lächeln raus. Wirklich. Ja. Du warst ja schon in ein paar Shops von uns. Ja, das stimmt. Wie beordnest du diesen denn hier so ein? Also ich muss sagen, ich finde den mit am besten. Wow. Also auf Platz 1 und Platz 2 war Subway. Und Platz 3 war... Der Brawl mit mir Store, den wir noch nicht gemacht haben. Genau, den du mal vorgeschlagen hast. Ja, genau. Der fehlt noch, weil der wird dann auf Platz 1 kommen. Aber selbstverständlich. Ich muss sagen, das Essen hier wirklich wieder mal vorzüglich. Ah, nee, wir hatten ja nochmal die Ikea. Ikea war auch sehr schön. Okay, ich muss nochmal kurz mich korrigieren. Ich nehme auf Platz 2 Ikea und dann auf 3 Subway. Gut. Und Pommes sind auf 1. Pommes machen Leute einfach glücklich. Ja, so sieht's das aus. Das merken wir heute. Wir haben heute... Habt ihr eigentlich schon was gegessen? Wir naschen und gleich werden wir uns auch noch mal Sandwiches machen. Ah, okay, gut. Da können wir ja noch einen mitmachen. Bestimmt. Wir haben noch reichlich Toast. Ist erstmal auf, Donny. Solange wir Toast haben, können wir Sandwiches machen. Ah, sehr gut. Also, Pommes-Sandwich, unser Geheimtipp von heute. Unsere Kunden sind nun alle weg. Da fliegt gerade noch die Tür zu. Der letzte Kunde ist raus, Donny. Es kam extrem gut an, Eva. Viel besser, als ich tatsächlich dachte. Ja, dachte ich auch. Also, die sagen auch so, ach, Pommes-Bude, hätten wir auch drüben die Straße gegenüber reingehen können. Aber nee, das hat die Leute wirklich richtig, richtig begeistert. Auch die Auswahl mit den, mit den Soßen und besonders die Pommes-Sandwiches. Ja, die Pommes-Sandwiches kamen super an. Und so eins möchte ich mir jetzt auch noch machen. Genau, wir machen uns jetzt noch eins. Genau, wir werden uns jetzt auch noch mal ein bisschen was zu essen machen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Abonnieren, Glocke aktivieren. Und bis zum nächsten Mal. Und vielleicht schreibt ihr auch noch rein, wie euch der Pommes-Shop gefallen hat und wie ihr ihn einordnen würdet im Gegensatz zu den anderen Shops. Und was ihr bestellt hättet. Und was ihr bestellt hättet und welcher Shop euch noch fehlt. Bis dann. Tschüss.